Ich finde, es ist das Letzte von euch, wie ihr mich hier allein dastehen lasst. Wie ich hier zum Spaßobjekt werde, dass ich mich hier so zeigen muss. So funktioniert das nicht. Begegnet man heute so den Menschen, dass man sie akribisch untersucht und in alle Einzelteile zerlegt? Lernt man das heutzutage im Internet? Bringen euch das die sozialen Medien bei? Wo schaut ihr hin, wenn ihr mich anschaut? Nehmt ihr mich noch als Ganzes wahr oder bin ich hier schon euer Störfaktor? Seht ihr, wie ich hier jeden Tag darum kämpfe, dass sich etwas ändert, weil ihr mich kümmert? Obwohl ich an meiner eigenen Hoffnung verzweifle, dass ich euch trotzdem liebe, obwohl ihr mich aufhaltet, weil ihr einfach nicht selbstständig werdet. Und warum haben wir hier von euch heute noch keine Meinung gehört, über die ihr streiten müsst? Ihr müsst doch sehen, dass hier etwas schief läuft. Ihr müsst doch sehen, dass es brennt. Es brennt in dieser Welt. Es brennt an allen Ecken, in allen Vorgärten, auf der eigenen Türschwelle. Es brennt. Und wir wollen die Rauchzeichen nicht sehen, nicht lesen, stetig ignorieren, denn es ist natürlich so viel schöner, sich am Lagerfeuer zu wärmen, indem die Welt zugrunde geht, solange das eigene Haus nicht in Flammen steht. Die Erde brennt, die Luft lodert, eine tosende Angst erhitzt die Gemüter und sprüht populistische Funken, die sich wie ein Lauffeuer durch alle Schichten verbreitet. Und alles, was uns bleibt, sind ein paar eifrige, verzweifelte Gestalten, die selbst mit noch so kleinen Eimern versuchen, einen verheerenden Flächenbrand zu vereiteln. Es brennt in dieser Welt. Es brennt an allen Ecken, in allen Vorgärten, auf der eigenen Türschwelle. Es brennt und wir wollen die Zündschnur nicht sehen, die mitten in diesem Raum liegt. Kurz davor ist, in Rauch aufzugehen, wie ein Mahnmal für das, was noch bevorsteht. Eine tickende Gesellschaft, die wie in Zeitlupe bombenartig implodiert. Und es braucht keine neue Revolution an diesem Ort. Es braucht einen Löschzug. Es braucht eine verdammte Löcharmee. Da liegt eine Zündschnur mitten im Raum und die Bombe tickt. Sie tickt langsam, aber sie tickt, takt, tickt, takt, tickt. Jeder Tag ein kontinuierliches Rückwärtszählen vom Ende des Anfangs, weil ich an allen 10 Fingern abzählen kann, wie viele von euch neunmal klug mit mir ins Feuer springen würden, deren ach so achtsam gewählte Worte nur aus heißer Luft bestehen und die selbst mit ihren 7-Meilen-Stiefeln nicht schnell genug rennen können, um sächsische Rechte von ihren Vorhaben abzubringen, die ihre 5 Sinne lediglich nutzen, um sich selbst zu hofieren. Deswegen klopfe ich 3-mal auf Holz und kreuze 2 Finger in der Hoffnung, dass stets ein Herz mutig genug sein wird, die Stimme zu heben. Man könnte annehmen, die Summe an Nullen auf den staatlichen Rängen sei unendlich. Aber sorgt euch nicht, denn die Summe an Engagierten ist noch unendlicher und sie überwiegt selbst dann, wenn man damit droht, ihrem Einsatz im Weg zu stehen, und es ist schwer, nicht den Glauben zu verlieren in Zeiten wie diesen. Und ihr seid blind! Wobei, so blind kann doch ein einziger Mensch nicht sein. Also gehen wir lieber auf eine Hetzjagd, verfolgen die wenigen Menschen, die Widerstand leisten und sich für Umschwung einsetzen, weil man es einfach nicht erträgt, in den vorgehaltenen Spiegel zu blicken, schwitzen im Schlagschatten einer zweckmäßig zwecklosen Politik, für die Meinungsfreiheit in Deutschland neuerdings auch Neuland ist. Da liegt eine Zündschnur mitten im Raum und ihr spielt mit Zündhölzern und die Bombe tickt. Sie tickt langsam, aber sie tickt, takt, tickt, takt. Der Countdown läuft. Und wir haben die Dringlichkeit scheinbar immer noch nicht verstanden. Die Folgen dieser Staatsignoranz, die wir wie 10 Gebote predigen und am Ende heißt es dann erneut erschrocken, ach du grüne Neune, vielleicht hätten wir doch 8 geben sollen. Doch solange wir doch auf Wolke 7 schweben und um 6 in der Früh die Vöglein zwitschern hören, können wir die 5. Räder am Wagen rechte Parteien auch einfach wegrationalisieren. Solange wir doch triumphieren, können wir weiterhin dreist zweigleisig fahren und so tun, als wäre alles, was man uns auftischt, die einzig wahre Wahrheit, an die wir noch glauben sollen, ja? Hört doch auf, uns für dumm zu verkaufen. Hört doch auf, uns zu erzählen, dass es an diesem Ort nicht brennt. Wir sehen mit eigenen Augen, dass diese Welt in Flammen steht, denn im Gegensatz zu euch stehen wir mittendrin. Der Grund für unsere Existenz ist euer politisches Versagen, weil wir nicht länger rein hypothetisch über potenzielle Löschmethoden reden wollen. Nein, wir wollen handeln, weil wir eben nicht zu den oberen 10.000 gehören, die auch mit 90 noch so wählen, als würde ihnen die Zukunft gehören. Und während in den 80ern hier Menschen für Freiheit auf die Straße gingen, schießt man heute wie eine AKK-47 und verteilt 6 an Jugendliche, die friedlich demonstrieren. Weil selbst Schulkinder wissen, dass es 5 vor Ende ist und ein Gespräch unter 4 Augen mit Machthabern auch nichts mehr bringt. 3-mal dürft ihr raten, woran für mich keine Zweifel bestehen. Nur eine engagierte Gesellschaft ist Garant für eine lebendige Demokratie. Ich habe eine Wut im Bauch und diese Wut brennt.
Diese Wut brennt und lässt sich nicht ersticken, nicht mundtot machen, nicht von rechten Parolen zerbrechen oder politisch instrumentalisieren. Diese Wut brennt und ist kurz davor zu explodieren, weil alle glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber wenn dem so ist, dann tut mir bitte einen Gefallen und handelt. Ich weiß, dass ihr Angst habt, Mann. Und die Angst habe ich auch. Und ich würde den ganzen Scheiß hier am liebsten auch ignorieren. Aber wir können die Missstände in diesem Land nicht einfach wegamüsieren. Und ich glaube an euch. Ja, Mann, ich glaube an euch. Denn da liegt eine Zündschnur mitten im Walde, ganz still und stumm. Und die Bombe tickt. Sie tickt langsam, aber sie tickt, takt, tickt, takt. Woher ich das weiß? Ich stehe direkt neben ihr. Und ich lege meine Hand für all meine MitstreiterInnen ins Feuer. Denn wenn diese Bombe hochgeht, ist es nicht nur unser Ende, sondern auch das eure. Die Welt brennt. Sie brennt akut. Der Countdown läuft. Es tickt. Es takt. Jesse James Lafleur.